Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Die Ersten sind schon ins neue Schuljahr gestartet und nur wenige Tage später machen die ersten Schulen auch schon wieder zu. Das kann einen jetzt furchtbar sorgen, es kann aber auch als das durchgehen, was zu erwarten war. Das neue Normal, an das wir uns werden gewöhnen müssen und das für jede Schule, jede Klasse etwas anderes bedeuten kann. Es gibt wohl kein Schwarz-Weiß im Umgang mit diesem Virus. Nur die Erkenntnis aus der Forschung, auch die Kleinen können das Virus übertragen. Und dann muss schnell die Infektionskette unterbrochen werden, damit nicht das Schule macht, was wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern erleben. Jennifer Lange. Seit heute ist diese Schule in Gralmüritz wieder dicht. Der Grund? Ein Schüler ist positiv auf das Coronavirus getestet. Gerade mal 5 Tage konnten sie hier zur Schule gehen. Wir waren alle ziemlich traurig, dass es jetzt schon wieder zu Ende ist, weil wir alle haben uns wirklich gefreut, dass es wieder losgeht. Es passiert halt, ne? Es gehört halt dazu jetzt. Ich finde das blöd, dass die Schule jetzt 14 Tage schließt. Er, seine 103 Mitschüler und ihre Eltern müssen in Quarantäne. Das gleiche Schicksal ereilte heute dieses Gymnasium in Ludwigslust mit rund 800 Schülerinnen und Schülern. Dort ist eine Lehrerin infiziert, die aber noch nicht unterrichtet hatte. Wir haben immer gesagt, dass es sein kann und dass es überhaupt nicht auszuschließen ist, dass in Einzelschulen auch Infektionsgeschehen zu verzeichnen ist. Das ist so. Wir sind mitten in der Pandemie. Das Coronavirus ist noch da. Es sei wichtig, dass schnell und gezielt reagiert wird, betont heute die Ministerpräsidentin. Unser Ziel ist, dass wenn es einen Fall in einer Schule gibt, wie zum Beispiel in Gralmüritz, dort gehandelt wird. Vielleicht muss dort dann jetzt für einige Tage die Schule zubleiben, um durchzutesten, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber alle anderen Schulen können weitermachen. Bei Virologen stößt die Schulschließung auf Kritik. Eine komplette Schulschließung sollte wirklich das allerletzte Mittel sein, wenn sich die Infektion nicht anders kontrollieren lässt. Es müssen alle Konzepte in die Richtung gehen, dass das eben möglichst ausgeschlossen wird, sondern dass erstmal ein kleiner Klassenverband, wie gesagt, in Quarantäne geht und getestet wird. Zusammen mit Kollegen spricht er sich heute für die Mundschutzpflicht aus. Für alle Stufen, auch im Klassenraum. Das sei wichtig, um alle zu schützen, so auch Lehrerverbände. Also aus Sicht der GEW machen wir uns schon Sorgen um die Beschäftigten in den Schulen. Am Ende, gerade in der Zeit, in der viele aus dem Urlaub zurückkommen, ist der Schutz nicht besonders gut möglich. Wir wollen, dass alle Lehrkräfte mit besonderen Schutzmasken ausgestattet werden. Hamburg etwa hat den Lehrkräften zum Schulstart 50.000 Visiere und FFP2-Masken versprochen. Hier sind die einfachen Masken angekommen, aber noch nicht die mit Extraschutz. Die sind besonders für Lehrer wie Adrian Adam wichtig. Der Englischlehrer hat Asthma, gehört damit zur Risikogruppe. Wir sind auch hier. Wir sind auch so Menschen hier an der Schule. Wir sind nicht klein, wir sind nicht Kinder, aber trotzdem, die können uns auch mal anstecken. Der große Unterschied zu den Älteren, also zu den Lehrern, ist, dass Kinder größtenteils eben nicht erkranken oder nur sehr leicht erkranken. Das sieht eben gerade bei Lehrern, die Vorerkrankungen haben können, ganz anders aus. Insofern tragen natürlich Lehrerinnen und Lehrer ein größeres Erkrankungsrisiko als die Kinder. Das macht vielen Lehrern Sorge. Vor allem, weil Vorerkrankte sich nicht mehr so leicht vom Unterricht befreien lassen können. In Mecklenburg-Vorpommern dürfen von 13.000 Lehrern nur gut 170 im Homeoffice arbeiten. In Schleswig-Holstein haben rund 1.600 Lehrer ein Attest vorgelegt. Vom Präsenzunterricht befreit wurden bisher nur 32. Das Schulexperiment in Zeiten der Pandemie und was wir daraus lernen könnten im Sinne der Kinder. Ein Kommentar von Gabor Hallas vom Mitteldeutschen Rundfunk. Das ging schnell. Noch vor dem Wochenende sind die ersten Schulen wieder zu. Es war zu befürchten, auch weil Politik und Schulbehörden so kopflos in die Sache hineingestolpert sind. Dass die Sommerferien irgendwann zu Ende sind, ist ja nun keine Überraschung. Auch nicht, dass es nach dem Urlaub wieder mehr Infektionen gibt. Aber wie vor einer wichtigen Prüfung hat die Politik die Zeit vertrödelt. Wenige Tage vor Schulbeginn wird dann hektisch diskutiert. Masken ja oder nein, nur auf den Fluren oder auch im Unterricht. Oder wie schützen wir Lehrerinnen und Lehrer? Viele gehören ja zur Risikogruppe. All diese Fragen hätten lange vor dem ersten Schultag beantwortet sein müssen, sind sie aber nicht. Und das ist der größte Fehler. Dabei gibt es doch für fast alles ein Konzept. Für das Einkaufen, für das Essen gehen, sogar für die Bundesliga. Aber die Kinder und Familien wurden irgendwie vergessen. Da müsst ihr schnell nacharbeiten, liebe Bildungspolitiker. Trotz Föderalismus brauchen wir
einheitliche, klare Regeln, damit Lehrer, Eltern und Kinder wissen, woran sie sind. Es muss alles getan werden, damit die Schulen nicht wieder flächendeckend geschlossen werden müssen. Denn die Kinder haben ganz besonders gelitten in der Pandemie, vor allem die, die in Armut leben. Noch ist der Schaden hoffentlich reparierbar, aber wenn es weiter so geht, trifft es eine ganze Generation. Nein, wir brauchen jetzt keine Fußballspiele vor Zuschauern oder große Konzerte wie in Düsseldorf geplant. Jetzt sind mal die Kinder dran und es ist mindestens genauso wichtig wie die Milliardenhilfen für die Lufthansa. Also bitte Vorfahrt für Schulen, für Kinder, für Familien. Das war die Meinung von Gabor Hallers und der Kollege kommt vom Norddeutschen Rundfunk. Und wir wenden uns den Menschen im Libanon zu, die endlich die weltweite Aufmerksamkeit bekommen, die sie sich schon lange wünschen. Emmanuel Macron war da, Präsident des Landes, das dem Libanon besonders eng verbunden ist. Und er sagt, er will wiederkommen, um selbst zu kontrollieren, dass die Hilfsgelder nicht versickern im libanesischen Staatsapparat. Allein das zeigt, die Regierung in Beirut hat nicht nur beim eigenen Volk jeden Kredit verspielt. Die Menschen im Libanon wollen endlich einen Neuanfang ohne alte Seilschaften und Clans, die das Land schon vor diesem Unglück völlig zerrüttet hatten. Marie-Christine Böse. Mit bloßer Hand versuchen sie, das Leben etwas zu ordnen. Es sind die Überreste von Wohnungen, die junge Menschen aufkehren, von Beiruts Straßen. Im Hafenviertel brauchen internationale Rettungskräfte schweres Gerät. In Hohlräumen könnten Menschen überlebt haben. Die Arbeit, ein Wettlauf gegen die Zeit. Unsere Erfahrung zeigt, dass bis 80 Stunden nach einer Explosion oder einem Erdbeben noch Überlebende gefunden werden können. Also haben wir noch Hoffnung und halten uns daran fest. Wer ist dafür verantwortlich? 16 Hafenmitarbeiter sind festgesetzt. Eine internationale Untersuchung lehnt der Präsident heute ab und sagt, es könnte sogar ein Anschlag gewesen sein. Vielleicht war es ein Unfall, der auf Fahrlässigkeit zurückgeht oder doch ausländische Einmischung, eine Rakete oder Bombe. Ob Unfall oder Anschlag, das Unglück war absehbar. Jahrelang lagerte hier das Ammoniumnitrat. 2013 sollte es nach Mosambik. Das Frachtschiff wurde aber im Hafen von Beirut festgesetzt. Dass die Behörden von der Gefahr an Bord wussten, bestätigt der russische Kapitän im SWR-Interview. Wir schlugen vor, alles auszuladen. Sie sagten aber, das ist nicht zulässig, da die Ladung explodieren kann und es in der Region immer eine terroristische Bedrohung gibt. Deswegen durfte die Fracht nicht ausgeladen werden. Warum die Fracht dann doch ausgeladen und 7 Jahre ungesichert gelagert wurde, eine der offenen Fragen. Der Schiffseigentümer wurde heute in Zypern vernommen, ist aber bisher frei. In Beirut wächst das Misstrauen, in der Nacht erste Proteste. Viele zweifeln, dass die Politiker lückenlos aufklären wollen. Die Menschen helfen sich lieber selbst. Es seien doch die Eliten, die das Leben hier schwer erträglich machten. Was sie machen, ist, sich gegenseitig zu beschuldigen. Ein Übel sehen viele im System. Posten werden nach Proporz vergeben, austariert nach Religion. Nach dem Bürgerkrieg eine gute Idee. Doch dadurch grassiere jetzt die Korruption und Vetternwirtschaft. Das Land ist zudem zerrissen zwischen dem Einfluss Saudi-Arabiens und der schiitischen Terrororganisation Hisbollah, die vom Iran hochgerüstet wird. Angeblich kontrolliert sie, was im Hafen vor sich geht. Und so beeilt sich der Chef der Hisbollah, die Verantwortung von sich zu weisen. Wir haben nichts im Hafen, keine Waffen, keine Raketen oder Bomben oder Ammoniumnitrat. Nicht jetzt, nicht in der Vergangenheit, überhaupt nicht. Auf der Straße wächst nun der Druck auf die Hisbollah, die auch im Parlament mächtig ist, auf die Eliten generell. Statt aufzuräumen, wollen viele morgen demonstrieren gehen. Die Sehnsucht ist groß im Libanon nach einem echten Neuanfang. Caroline Wissing ist für uns in Beirut. Caroline, wenn man mitkriegt, wie zornig die Leute mittlerweile sind, dann werden diese Proteste wohl nicht so schnell abebben.
Nein, davon ist absolut auszugehen. Also die Menschen, die wir hier treffen, die sagen, jetzt ist doch der Zeitpunkt da für eine Veränderung, dass wir hier im Land mal etwas voranbringen. Wenn nicht diese Katastrophe der Anlass dafür ist, was denn dann noch? Also dann können wir eigentlich auch schon aufgeben, dann kann das Land untergehen. Viele junge Menschen, die wir treffen, die sagen aber auch, naja, wir gehen aber eigentlich auch schon seit Monaten auf die Straße. Seit Oktober sind wir eigentlich dabei, protestieren für einen neuen Libanon. Und diese Proteste sind bisher immer friedlich gewesen, aber mit diesem friedlichen Weg kommen wir einfach nicht weiter. Und deswegen ist zum einen davon auszugehen, dass es jetzt zu so einer Art Protestwelle kommen wird. Also wir werden in den kommenden Tagen bestimmt mehrere Demonstrationen sehen, hier im Herzen von Beirut, mit wahrscheinlich mehreren tausend Teilnehmern. Und viele halten es auch für wahrscheinlich, dass diese Proteste nicht ohne Gewalt ablaufen werden, dass es zu Ausschreitungen kommen wird, weil der Frust so groß ist und einfach die Menschen das Gefühl haben, sie können sich nicht mehr anders das Gehör verschaffen. Was fordern denn die Libanesen? Wie wollen gerade die jungen Leute einen Neubeginn für ihr Land? Ja, genau. Also die jungen Leute wollen jetzt gerade erst mal anpacken. Sie wollen diese Stadt wieder aufbauen. Eine junge Frau hat mir heute gesagt, das liegt so ein bisschen in unseren libanesischen Genen. Wir haben so viele Krisen mitgemacht. Wir haben Kriege mitgemacht, 15 Jahre Bürgerkrieg. Wir können gar nicht anders, als dieses Land wieder aufzubauen. Ja, aber vielen ist auch klar, damit wird es nicht getan sein. Also man muss hier einfach das System von Vetternwirtschaft und Korruption durchbrechen. Nur dann kann es hier wirklich vorangehen. Und die allermeisten Leute wünschen sich einfach, dass es hier zu einem komplett neuen politischen System kommt, dass es eine neue Regierung geben wird. Und der Wunsch ist da, dass es eine Technokratenregierung gibt, also Experten, die an die Macht kommen. Denn nur so könnten die alten Seilschaften auch wirklich durchschlagen werden. Und nur so sei auch garantiert, dass eben die Regierung keine Verbindung mehr zur alten politischen Elite hat. Aber viele junge Menschen, mit denen wir sprechen, die haben da eigentlich schon jegliche Hoffnung verloren. Wir haben viele getroffen, viele junge Frauen, viele junge Männer, die super ausgebildet sind, die Informatiker sind, Ingenieure sind. Und sie sagen, eigentlich hält mich in diesem Land nichts mehr. Bei der nächsten Gelegenheit bin ich hier weg, weil ich möchte einfach auch mal in einem Land leben, das Frieden hat, das politische Stabilität hat, ein Staat, der funktioniert. Und das ist ja einfach alles nicht gegeben. Hier möchte ich keine Familie gründen und hier möchte ich mit Sicherheit auch nicht alt werden. Danke für die Einschätzung nach Beirut, Caroline Wissing. Vielen Dank. Und Sie können für die Menschen in Beirut spenden beim Bündnis Entwicklung hilft und bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Libanon. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder übers Internet unter spendenkonto-nothilfe.de. Zurück nach Deutschland. Es ist eine Entscheidung, die das Leben umkrempeln kann, zumindest für Frauen, die sich über dieses positive Ergebnis nicht freuen. Für sie ist es schwierig, eine Ärztin oder einen Arzt zu finden, der die Schwangerschaft beendet. Denn Praxen, die das tun, dürfen nicht ausführlich informieren auf den eigenen Seiten im Netz, über die medizinische Methode zum Beispiel. Diese wesentliche Info findet sich nur auf einer Liste bei der Bundesärztekammer. So hat es die Große Koalition entschieden, weil sie fand, das wäre der beste Mittelweg zwischen Lebensschutz und Frauenrecht. Und nach genau einem Jahr ist offensichtlich, so funktioniert das nicht. Nur ein Bruchteil aller gynäkologischen Praxen hat sich eintragen lassen auf dieser Liste. Die anderen scheuen die Risiken und Nebenwirkungen. Kerstin Palzer. Die Frauenärztin Nora Sass aus Kassel ist von Abtreibungsgegnern angezeigt worden. Der Grund? Sie gibt auf ihrer Homepage den Hinweis, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und nennt auch die Methoden, mit denen sie das tut. Doch genau diese Information über Methoden darf sie nicht geben, denn die fällt unter das sogenannte Werbeverbot des Paragraphen 219a. Bewerben kann man einen Schwangerschaftsabbruch gar nicht. Es ist ein Informationsverbot. Er ist veraltet. Er ist in der vordigitalen Zeit geschaffen worden. Es gibt kein anderes Land auf der Erde, das so eine Art von Paragraphen hat. Im Streit um das sogenannte Werbeverbot hatte sich die Koalition im vergangenen Jahr auf folgende Regelung geeinigt. Frauenärztinnen und Ärzte sowie Kliniken können sich in eine Liste der Bundesärztekammer eintragen lassen, wenn sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Dort dürfen sie dann auch über die Methoden informieren.
Diese Liste weist aber nach einem Jahr immer noch große regionale Lücken auf. Das liegt auch am Protest von radikalen Abtreibungsgegnern. Es liegt eben daran, dass diese Ärzte und Beratungsstellen durchaus in Deutschland drangsaliert werden von Personen, die das Recht der Schwangeren auf Beratung negieren wollen und deshalb die Praxen sich nicht outen wollen, um nicht an den Pranger in der Öffentlichkeit gestellt zu werden. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nimmt ab. 1999 waren es noch etwa 130.000, 2009 etwa 110.000 und 2019 waren es etwas mehr als 100.000 Eingriffe. Gesundheitsminister Spahn verteidigt den politischen Kompromiss und auch die Liste. Mein Eindruck ist, und das finde ich, macht es schwer, auch in dieser gesellschaftlich ja sehr strittig, auch emotional strittigen Frage, war auch vor der Liste, gab es ja schon entsprechende Bedrohungen. Und die sind natürlich nicht zu akzeptieren. Auch der Arzt Friedrich Stapf nimmt seit Jahren Schwangerschaftsabbrüche vor. Seine Einschätzung ist, das neue Gesetz mache es Frauen im Konfliktfall nicht leichter. Es verbietet uns jede öffentliche Information über unsere Tätigkeit, außer zu sagen, ich mache das. Und wie soll denn eine Frau sich dann die für sie am besten geeignete Praxis aussuchen, wenn sie nicht weiß, was dort passiert? Die Frauenärztin Nora Sass fordert eine Abschaffung des Paragraphen 219a. Die Liste der Bundesärztekammer sieht sie sehr kritisch. Wie können die hilfesuchenden Frauen diese Liste finden? Und es bedarf einiges Geschick, auf diese Liste zu kommen, wenn man in eine Suchmaschine geht und die eingibt, ungewollt schwanger oder Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung. Dann kommen vielleicht die Seiten der Abtreibungsgegner, die furchtbar sind und einschüchternd, aber eben nicht die Liste. Es gibt etwa 19.000 praktizierende Frauenärztinnen und Ärzte in Deutschland. Auf der Liste eingetragen sind aktuell 327. Normalerweise erleben wir an Wochenenden wie diesen auch immer lange Staus am Brenner. Er bleibt das Nadelöhr für alle und alles, was die östlichen Alpen quert. Und wahrscheinlich wird nun diese neue Verbindung helfen. Die vermutlich längste unterirdische Bahnstrecke der Welt. Sie führt von Fortezza in Norditalien bis nach Innsbruck in Österreich, wenn sie fertig ist, in vielleicht 8 Jahren. Noch bauen sie am Brenner Basistunnel. Nur, wie geht die Route dann weiter? Wie kommen später in Deutschland Tag für Tag 400 Züge durchs Inntal mit Fracht und mit Passagieren? Das ist eine Aufgabe für die Verkehrsplanung in Bayern und in Berlin. Und letztlich entscheidet der Bundestag im nächsten Jahr schon über diesen sogenannten Nordzulauf zum Brenner. Mittendrin sind dabei die Menschen im Landkreis Rosenheim und gar nicht glücklich. Diese Trasse könnte ihr ganzes Leben nämlich aus der Bahn werfen. Ilanit Spinner. Es lässt sich gut leben im oberbayerischen Inntal. Idylle, Gemütlichkeit und viel Ruhe. Das wussten schon die Großeltern von Georg Schwendner zu schätzen, als sie dieses Grundstück vor 90 Jahren gekauft haben. Inzwischen wohnt die Familie in dritter Generation hier. Noch. Wir besuchen sie zu Hause in Raubling, nahe der Grenze zu Österreich. Hier könnte die Bahn schon bald den Zubringer zum Brenner Basistunnel bauen, direkt durch das Haus der Gschwendners. Im Moment sind mir eben die Füße weggezogen und mir wird beides genommen. Mir wird die Vergangenheit meiner Familie genommen. Wenn die Trasse hier kommt, dann gibt es diese Familie Gschwendner. Mit der Vergangenheit gibt es nicht mehr. Da stehen hier Betonpfeiler und Bahnkreise und es gibt nichts mehr. Monatelang hat die Bahn verschiedene Trassen für den Brenner Nordzulauf geprüft. 5 mögliche Varianten gibt es insgesamt. Georg Schwendner zeigt uns mit einem Absperrband, wo genau die Gleise entlanglaufen sollen. 3 der 5 Trassen führen quer über sein Grundstück, direkt durch sein Haus. Doch mit diesen Sorgen fühlt sich der 60-Jährige bislang alleine gelassen. Die Gemeinde Raubling hält sich komplett raus. Ich habe eben, wie das so richtig hochgekommen ist, vor 2 Jahren den Bürgermeister angesprochen. Wie es ausschaut, was habt ihr vor, was wollt ihr dagegen unternehmen oder wie ist der Stand der Dinge? Dann hat er auf gut Bayerisch gesagt, Gschwendner, was regst du denn auf, das kommt sowieso nicht. Sind die Sorgen der Bürger der Gemeinde Raubling wirklich egal? Bürgermeister Olaf Karlsberger kann die Vorwürfe von Georg Schwendner zwar nachvollziehen, aber... Wir haben schon Positionspapiere mit allen Fraktionen ausgearbeitet, einstimmig beschlossen, an den Bundesverkehrsminister geschickt, auch an den Ministerpräsidenten geschickt. Und letztendlich ist das
unsere Vorgehensweise, die wir bevorzugen und nicht das, was man Aktionismus denkt. Zwei Wochen später, Sitzung der Bürgerinitiativen im benachbarten Rosenheim. Von der Gemeinde bin ich verlassen. Hier treffen wir auch Georg Schwendner wieder. Bis Ende Juli konnten die betroffenen Anwohner Einwände gegen die 5 Trassen bei der Regierung von Oberbayern erheben. Schnell wird klar, es geht hier vielen so wie der Familie Gschwendtner. Zahlreiche Häuser und Grundstücke im gesamten Inntal wären direkt von den Baumaßnahmen betroffen. Georg Gschwendtner zeigt uns Montagen, die von den Bürgerinitiativen erstellt worden sind. So könnte es in der Region schon bald aussehen. Wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann stellen sie wirklich bei mir die Haare zu Berge. Und da wäre mal mein Haus gewesen. Das mir kann es dann egal sein, wenn ich bin dann weg. Aber für die Bürger von Reichenhardt wäre das die Situation, dass es praktisch die nächsten hunderte Jahre immer riesen Brückenbauwerke vor der Nase haben würden. Der Landkreis Rosenheim, der Bund Naturschutz und die 18 Bürgerinitiativen, die hier aktiv sind, lehnen die 5 Trassenvorschläge ab. Hier wünscht man sich eine andere Lösung. Wir setzen uns für den Ausbau der bestehenden Bahnstrecke ein, die jetzt noch genügend Kapazität hat und die modernisiert mit moderner Signaltechnik, mit Lärmschutz etc. auf jeden Fall besser ist, als wenn ich eine Neubautrasse über 10, 15, 20 Jahre in das Inntal lege. Wir fahren zu der bestehenden Strecke nach Flinsbach am Inn. Hier donnert der Zugverkehr bereits durch den beschaulichen Ort. Die Fenster bleiben selbst im Sommer geschlossen. Viele Bürger in der Region fordern also einen Ausbau der Bahngleise. Doch ist das in dem dicht besiedelten, engen Alpenvorland überhaupt möglich? Projektleiter Manuel Gottheims-Eder ist bei der Deutschen Bahn zuständig für den Bau der Trassen. Ein Ausbau der Bestandsstrecke bringt aus unserer Sicht deutlich mehr Betroffenheiten mit sich wie eine Neubaustrecke, die jetzt westlich oder östlich um Rosenheim rumführt. Ein Neubaustreckenprojekt dieser Größenordnung wird nicht stattfinden können, ohne dass man gewisse Betroffenheiten erzeugt. Die Bahn will nächstes Jahr die bevorzugte Trasse für die Region bekannt geben. Die finale Entscheidung trifft dann der Bund. Das lange Warten zehrt an den Nerven von Georg Schwendner. Aufgeben kommt für ihn dennoch nicht in Frage. Ich muss kämpfen für meine Kinder, dass ich eben für meine Kinder, für meine Familie das Beste raushole. Und da gehe ich bis zum letzten Blutstropfen. Das habe ich der Bahn auch schon mal gesagt, ganz plastisch ausgedrückt. Und wenn es sein muss, kette ich mich auf die Gleise. Eine ganze Region im Gefühlschaos. Doch wie auch immer es weitergehen mag mit dem Megaprojekt. Die Menschen im Inntal lieben ihre Heimat und setzen nun alle Hoffnungen in die Bahn und die Politik, eine bestmögliche Entscheidung für ihr Alpenvorland zu treffen. Gestern haben wir im Deutschlandtrend gesehen, wie groß die Sorge ist im Land, dass die Wirtschaft vollends in die Knie geht in dieser Corona-Krise. Heute kommt eine Meldung, die könnte etwas aufbauend wirken. Jens Riewer startet in die Nachrichten. Nach starken Einbrüchen im Zuge der Corona-Krise zieht die deutsche Exportwirtschaft langsam wieder an. Laut den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts stiegen die Ausfuhren im Juni im Vergleich zum Mai deutlich, und zwar um 14,9%. Im Vergleich zum Juni 2019 sind sie aber weiterhin rückläufig, ein Minus von 9,4%. Die Bundesregierung hebt die Reisebeschränkungen für unverheiratete Paare auf. Von Montag an dürfen Partner aus Nicht-EU-Staaten trotz strenger Corona-Regelungen wieder nach Deutschland einreisen, teilte das Innenministerium mit. Voraussetzung sei der Nachweis einer auf Dauer angelegten Partnerschaft, etwa durch einen vorherigen gemeinsamen Wohnsitz oder andere Unterlagen. US-Präsident Trump hat US-Unternehmen per Dekret verboten, mit den chinesischen Betreiberfirmen der Apps TikTok und WeChat zusammenzuarbeiten. Trump sprach von einer Bedrohung der nationalen Sicherheit, weil die chinesische Regierung auf die Nutzungsdaten der App zugreifen könne. Peking protestierte, TikTok kündigte rechtliche Schritte an. Außerdem verhängten die USA Sanktionen gegen die China-freundliche Regierungschefin von Hongkong, Lam, und weitere Spitzenfunktionäre. Zur Begründung hieß es, Lam setze die Politik Pekings um und unterdrücke damit Freiheit und Demokratie. In Indien sind bei der Bruchlandung eines Passagierflugzeugs mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 120 wurden verletzt. Die Maschine von Air India Express war nach der Landung in Kozhikode im Süden des Landes über die regennasse Piste hinausgerutscht und anschließend zerbrochen.
Vor der Insel Mauritius im Indischen Ozean droht eine Ölkatastrophe. Ein auf einem Korallenriff gestrandeter Frachter verliert Treibstoff. Umweltschützer gehen von bislang etwa einer Tonne aus und bemängeln, die Behörden von Mauritius seien für solche Fälle nicht ausgerüstet. Das Öl bedroht zwei Naturschutzgebiete in der Nähe. Zum Schluss geht in den Tagesthemen der Blick immer nach oben Richtung Himmel. Wetter kommt gleich. Aber zuerst bleibt auf halber Strecke der Blick bei ihm hängen, dem Schwebenden. Das ganze 20. Jahrhundert ließe sich herauslesen aus dieser Bronze. Der Schwebende hat zwei Diktaturen überstanden und die innerdeutsche Grenze überwunden. Schon seit den 50ern schwebt einer in Güstrow und der andere in Köln. Ernst Barlach hat ihn modelliert und viele provoziert, Ende der 20er. Der Engel kann das vertragen, hat Barlach gesagt. Er wird noch nach 100 Jahren an seinem Platz hängen. Das dürfte klappen. Und fast alles andere von Ernst Barlach ist gerade in Dresden ab morgen zu sehen im Albertinum. Patricia Klima. Was wird übermorgen gelten? Ein Gedanke, den Ernst Barlach Zeit seines Lebens umtrieb. Dem Norddeutschen, der sich als Expressionist und als Holzbildhauer verstanden hat, wird im Dresdner Albertinum eine Retrospektive gewidmet. 230 Werke, darunter 30 Holzskulpturen aus allen Schaffensperioden des Künstlers sind zu sehen, darunter viele aus seiner Geburtsstadt Hamburg. Viele kennen den Namen Barlach, aber die wenigsten kennen eigentlich viele Werke von ihm. Und wenn Sie Werke kennen, gerne mal Bronzeobjekte, die nach seinem Tod gegossen wurden und die er nie als Bronzen vorgesehen hat. Insofern ist es wichtig, hier eine große Fülle Holzskulpturen zu zeigen. Also wir sind im Jubiläumsjahr reichlich ausgedünnt, aber auch mit Vorsatz, weil wir Barlach hier halt von seiner besten Seite zeigen wollten. Barlach, der in Dresden studierte, fand 1906 zu seinem prägnanten Stil und seinem Material Holz nach einer Russlandreise. Im Mittelpunkt seiner Kunst die Armen, Vergessenen, an den Rand gedrängten der Gesellschaft. Seine Werke wurden später im geteilten Deutschland unterschiedlich verstanden und auch benutzt. Es gibt im Osten nach wie vor eine sehr starke emotionale Bindung an Ernst Barlach, während man im Westen vielleicht Barlach schon ein bisschen über hatte. Er wurde geradezu inflationär reproduziert, en miniature, als Briefbeschwerer. Also war so ein bisschen zum Dekor geworden oder eben auch zum christlichen Andachtsobjekt. Als 1981 Bundeskanzler Helmut Schmidt sich in der DDR mit Erich Honecker traf, fand das in Güstrow im Dom unter Barlachs Engel statt. Barlachs Kunst in ihrer einfachen, direkten Schwere wollten schon die Nationalsozialisten vereinnahmen. Er wehrte sich dagegen, warnte früh vor dem Nationalsozialismus. Dennoch unterschrieb er 1934 einen Aufruf, in dem Künstler Hitler die Treue schworen. Trotzdem wurde er später als sogenannter entarteter Künstler aus allen Museen entfernt. Was seine Äußerungen angeht, gibt es eigentlich eine große Klarheit und eine große Hellsichtigkeit auch, was dieses Regime angeht. Und wenn man die Briefe liest und mitbekommt, wie er mehrfach gedrängt wurde, per Telefon diesen Aufruf zu unterschreiben, entschuldigt das diesen Aufruf nicht und die Unterschrift, die er hat drunter setzen lassen, macht aber klar, dass es an einer Situation war, in der er extrem unter Bedrängnis war, sehr krank, angeschlagen. 1938 starb Barlach in Rostock. Die Barlach-Schau endet im Januar und bietet auch noch ein seltenes Glück. Nach 83 Jahren kehrt das frierende Mädchen wieder an den Ort zurück, wo es mal angekauft wurde, ins Dresdner Albertinum. So, die Hitze bleibt und wir hören von Feuerwehren und Förstern, das Risiko steigt, dass die Wälder wieder brennen könnten. Claudia Kleinert kann das erklären. Ja, Karin Miaska, es ist sehr trocken. Es war auch sehr trocken, auch gerade so im letzten Monat. Dementsprechend jetzt schon hohe bis sehr hohe Waldbrandgefahr. Das ist mal der Stand für morgen. Das wird aber in den nächsten Tagen durch die fehlende Nässe, die wir bräuchten, also Regen, nicht besser. Das heißt vor allen Dingen über dem Westen, über der Mitte hohe Waldbrandgefahr Richtung Brandenburg und auch Mecklenburg-Vorpommern sowie rein bis in den Harz. Da jetzt schon sehr hohe Waldbrandgefahr. Lediglich im Süden ist sie gering. Da hat es ja eben auch kräftig geregnet. Dementsprechend sind die Böden ziemlich feucht und die Waldbrandgefahr macht dort oder spielt dort keine so große Rolle. Aber bei uns bleibt es eben trocken und es bleibt sehr heiß. Das heißt, die Böden trocknen noch mehr aus. Sie sehen in der Nacht so gut wie keine einzige Wolke. So ein paar Quellwolken im Osten fallen in sich zusammen. Morgen gibt es dann höchstens am Alpenrand mal wenige Quellwolken und dann auch möglicherweise so Richtung Thüringer Wald vielleicht ein ganz vereinzeltes Hitzegewitter. Das kann aber eben auch am Alpenrand stattfinden. Das heißt, ist nicht aus.
ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich. Und es ist die ganze Zeit sehr warm. Das heißt, auch nachts kühlt es sich nicht mehr großartig aus, so dass man gut durchlüften könnte. Den Rhein entlang, 21, 22 Grad zum Teil, auch in den großen Städten wie in Berlin, um die 21 Grad morgen. In höher gelegenen Tälern, da ist es mit 13 Grad ganz angenehm und auch am Alpenrand mit 14, 15 Grad nicht ganz so warm. Am Nachmittag dann für alle wieder heiß. Am heißesten den Rhein entlang, vor allen Dingen so Rhein-Main-Gebiet und auch Richtung rein Richtung Nordrhein-Westfalen. Das heißt, da auch im Ruhrgebiet die höchsten Temperaturen. Sonst sind es meist so 34 bis 36 Grad. 25 Grad an der Ostsee mit Seewind. Bei Seewind ganz angenehm, kommt der Wind allerdings vom Land. Dann ist es auch an der Küste ganz schön warm. Das gilt zum Beispiel für die Nordsee morgen. Die nächsten Tage bleibt es bei großer Hitze. Das bedeutet weiterhin 38 Grad, vor allen Dingen im Westen, sonst meist 32 bis 34 Grad. Und so ein bisschen feuchter wird die Luft schon, dementsprechend auch unangenehm schwüler. Deswegen kann es dann Sonntag, Montag für einzelne Schauer und Gewitter reichen. Unser Studio ist klimatisiert. Gott sei Dank, das war Claudia Kleinert. Vielen Dank. Und nun gibt es einen Tatortklassiker. Die junge Lena Odenthal ermittelt in Ludwigshafen. Nachrichten nochmal um 12:45 und jederzeit für Sie im Netz. Und morgen sind wir wieder da, gleich nach dem großen Abendquiz. Einen schönen Abend.